Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2kTV zu einer neuen Folge von Micro Machines. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal selbstverständlich aufgehört haben. Wir wollen in der Rangliste aufsteigen. 150 Punkte fehlen uns. Wir machen weiter mit den gewerteten Rennen und ich würde sagen, wir nehmen mal so ein Ausscheidungsrennen. Na komm, nee, wir nehmen nochmal normale Rennen. Ich habe es letztes Mal gesagt, wir nehmen die Ausscheidungsrennen eventuell mal in Angriff, aber ich will wenigstens so ab Rang Silber, den ich dann habe. Den will ich noch mit Rennen füllen. Und dann können wir auch mal einen anderen Modus hier ein bisschen zocken. Ach, die Rangliste. Oben der Spielsuchlauf ist noch aktiv. 350 Punkte haben wir. 150, wie gesagt. Spiel wurde gefunden. Sieht man hier Belohnung irgendwas? Nee. Okay, hier sind nur vier. Also drei menschliche Gegner. Der Rest ist alles KI. Das ist geil. Rennen. Der erste Spieler im Ziel gewinnt. Ja, wieder hier meine Hassstrecke. Was nehmen wir denn mal für eine Karre? Dann nehmen wir hier mal den Schneeflug. Keine Ahnung, wie der so ist. Noch nicht so oft gefahren. So ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel so Tricky Towers werden könnte, was ich letzten Sommer gezockt habe, wo ich echt keine Idee mehr hatte, was ich noch bringen konnte. Mit Tricky Towers hat es ja übrigens angefangen, dass ich täglich ein Video auf meinem Kanal gebracht habe. Das war ja eine Zeit lang überhaupt nicht so. Ich hatte ja, glaube ich, mal keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so gar nichts auf meinem Kanal hochgeladen. Ja, glitch einfach mal da vorne hin. Ey, aber der hat mal eine fette Lage hier. Und ist auch gar nicht so langsam. Hui. Hey, wir sind Zweiter. Boah, der Schneeflug geht ja mal ab. Der ist zwar ziemlich, kommt sehr, sehr weit raus, aber... Schönes Geschoss hier. Sehr, sehr schönes Vehikel. Nein! Ey, ich Idiot. Ja, danke schön. Boah, ich glaube, den Schneeflug fahre ich öfters. Boah, er sammelt zwei Dinge ein. Mich kitzelt es an der Nase. Oh, er hat sich selbst eliminiert. Nee, das war ein anderer. Nein, ich Idiot. Jetzt müssen wir außen rumfahren. Ich denke mal, der Typ jetzt vorne mit dem pinken Schneeflug wird jetzt gewinnen. Kann den Hammer nicht gebrauchen. Das ist zum Beispiel jetzt, was finde ich ein bisschen doof. Dass es hier eben nur diese Power-Ups gibt. Also wir haben jetzt eigentlich gar keine Chance, wenn er vorne keinen Fahrfehler macht, irgendwie ranzukommen. Alter. Haben wir den da überrundet hinter uns? Ich glaube ja. Also es sollte ein souveräner Platz 2 werden, tippe ich mal. Ah, der Schneeflug ist echt Hammer. Habe ich schon erwähnt, dass der Schneeflug Hammer ist? Ah, jetzt geht das Ding da weg, Mann. Komm, dem versauen wir nochmal das Rennen jetzt ein bisschen. Ja, schade. Aber ja, gut, zweiter Platz ist okay. Haben wir uns selbst ein bisschen zuzuschreiben. Aber wäre, glaube ich, spannend geworden. Weil der vorne ist echt gut gefahren. Wäre ich einmal da nicht geradeaus gefahren, der einen Kurve, wo ich mich frage, warum. Wäre es vielleicht ein schönes, spannendes Finish geworden. Ich muss mal gucken, wie oft ich jetzt so Micro Machines Videos... Ich mache jetzt mal so zwei Pilotfolgen. Da gucke ich mal, wie die so bei euch ankommen. Wir haben Trophäe bekommen, alles Könner. Boah, der erste ist auch schon schön im Elite, krass. 159 Punkte fehlen uns für Rang 11. Division. Okay, also ich denke mal noch einmal Zweiter oder Dritter werden, vielleicht auch Vierter. Weiß nicht, kann ich jetzt nicht abschätzen, ich weiß wirklich nicht.
welchen Platz wir jetzt machen müssen, um aufzusteigen. Also wie gesagt, das mache ich jetzt mal so ein bisschen als Pilotprojekt. Guck mal, wie das so bei euch ankommt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn hier schon ein paar Klicks draufkommen würden. Weil dann merke ich ja auch, dass eben ihr euch dafür interessiert. Könnt ihr auch gerne Verbesserungsvorschläge reinschreiben in die Kommentare. Ist auch nicht so wie bei WWE dann, wo ich schon etliche Wochen im Vorfeld aufgenommen habe. So, hier sind wieder 5 dabei. Schauen wir mal. Und wieder die Strecke, meine Nemesis-Strecke aus der ersten Folge. Die Micro Machines-Reihe ist 25 Jahre und besteht aus 6 Spielen. Ja, toll, hab ich jetzt langweilig gelesen. Wo ist denn der Schneeflug? Hallo. Ja, hallo. Ich will mal wieder Zeit für eine Lootbox hier. Go. Ach, da ist wieder einer mit dem Schneeflug mit dem Speiseeis. Zwei mit dem Feuerwehrauto. Das Feuerwehrauto finde ich gar nicht so cool. Ich weiß genau, dass ich hier wieder verkacken werde ohne Ende. Mann! Hauptsache, ey. Da oben lang fahren. Ach, wie krass. Ich glaube, man kriegt ein Turbo, wenn man in den Herd reinfährt. Oder war das jetzt Zufall? Ich glaube, wir haben einen zerschossen. Blöden Feuerwehrautos, Mann. Genau, chill doch mal. Okay, da haben wir, glaube ich, ein paar getroffen. Scheiße, jetzt waren wir so weit weg, sonst hätten wir es mal ausprobieren können. Nein, zu früh eingelenkt. Ich Trottel, Mann. Warum fahre ich denn nicht einfach geradeaus, Mann? Ah, dafür muss das Feuerwehrauto jetzt büßen. Okay, da ging jetzt nichts. Ah, jetzt kriegen wir auch die Abkürzung hier hin. Mann. Einfach viel zu weit weg. Da vorne da und irgendwas hier explodiert, so wie es aussieht. Jawohl, jetzt haben wir ein Turbo. Mich interessiert, ob bei den anderen Strecken dann auch so ein Turbo dabei ist. Letzte Runde. Ich denke mal, auf jeden Fall Platz 3 sollten wir erreichen. Eigentlich einen ganz guten Vorsprung. Ja, wir sind Zweiter. Sehr schön. Ja, Red rammt nicht rüber. Die Ratte. The Red. Nein. Bitte explodier, explodier, explodier. Nein, explodiert nicht. Okay, sind wir Dritter geworden. Ja, ist okay. Haben wir auf jeden Fall den Aufstieg geschafft in Division Silber. Ja, mal schauen. Trophäe, silberne, aufgehender Stern, sehr schön. Ja, guck mal, der war immer 3 Sekunden vor mir, nicht mal. Ja, knapp 3 Sekunden. Eine Lootbox erhalten. Bis jetzt Stufe 11, die Lootbox machen wir auf jeden Fall auf. Und dann würde ich sagen, machen wir mal so ein Ausscheidungsrennen. Weil ich da echt schlecht bin. So, ich hab was gelesen. Jetzt mal los. Lootbox. Ich habe 2 Lootboxen. Geil. Gab es anscheinend eine noch hier für den Aufstieg bei den Gewerteten. Oh, fett. Ja, schade. Falsches Auto. Hier sind nur Sprüche, Mann. Warum gibt es denn hier nicht mal so ein cooles, so ein Design halt, da wie bei dem Monster Truck? Da haben wir noch eine. So, okay. Geil, das ist definitiv mein Logo. Captain Schmalbart, der Hai, ein blaues Polizeiauto, Münzen kriegen wir. Du bist bereits im Besitz, also 220 haben wir. Ja, gut. Können gerade mal gucken.
Da ich jetzt den Schneeflug hier fahre. Ja gut, guck mal, ey, 500, das können wir uns gar nicht leisten. Also müssen wir in den Lootboxen. Was gibt's denn hier so für Designs? Der sieht schon geil aus hier, der Winter 78, der Bulli. Ah, die Lok sieht auch ganz cool aus. Was ist denn das mit dem Speiseeis? Das scheint ja gar nicht zu sein. Der ist cool. Ziel. Okay, wir bleiben aber auf jeden Fall beim Schneeflug. Ja, machen wir jetzt mal eine Ausscheidungsrennen. Schauen wir mal, wie das wird. Bleib konzentriert in deinem Leben. Du kletterst auf der Punkteleiter nach oben, indem du die Runde gewinnst. Erreiche als erster das Ende der Punkteleiter, um zu gewinnen. Die frühen Werbung für die Microtrans waren für den schnell sprechenden Moderator bekannt. Aha. Finde ich mal cool, so Tipps, so zu früher. Gefällt mir. Wo ist er denn, mein Mr. Schneeflug? Da. Hallo. Sieglinde, immer zu. Schönen guten Tag, Sieglinde. Mir echt voll zerstochen vom Vlog, ihr kennt es wahrscheinlich, ohne Mist, ich weiß nicht, was das ein Moskito war, so auf jeden Fall mega brutal. Meine Hand gestern, oder vorgestern war es, heftig. Hätte ich gedacht, die platzt gleich. Oh, ich starte, was hat der denn, was ist das für ein Auto, der mit dem Speiseeis? Ich gedacht, dass das der hier ist. So, also, da ist noch jemand im Orangenen. Wir sind Zweiter, sieht aktuell ganz gut aus. Nein, mich hat einer gerammt. Oh, ey, er hat gewonnen. Welcher Grün bin ich? Okay, also ich bin Zweiter aktuell, macht Sinn. Ich stand schon als Letzter, okay. Oh, ich bin Erster. Ich wurde runtergerammt. So eine Ratte, Alter. Und er macht sich selbst kaputt. Er macht sich selbst kaputt. Na, ich bin Dritter. So, rechts der bin ich. In der Mitte. Oh, jetzt... No, ich wurde eliminiert, ey, das gibt's nicht. Und er überlebt das auch noch da hinten. Und jetzt ist der... Alter. Das war mal krass hier von dem, der es jetzt gemacht hat, der Jamias. Der blaue, ne, gelb war's, oder? Ja. Ich bin noch Dritter. Start schon als Letzter. Nee, ich bin Erster. Okay, also immer wirklich ist das Reihenfolge. Wer als Erstes rausfliegt, so wie es aussieht. Ich bin so dumm. Ich habe mich selber rausgehauen jetzt, weil ich da unten lang gefahren bin. Bin aber noch Dritter. Ich starte mir als Letzter. Das ist zumindest letzte Startreihe. Jo, dankeschön. Ich bräuchte mal einen Win hier. Ein easy Win wäre jetzt gut. Nein! Ich Idiot! Oh, Blau hat gewonnen. Scheiße, Mann. Na gut, Zweiter geworden, ist okay. Aber gar nicht so doof eigentlich der Modus. Hat mir jetzt gar nicht ganz gut gefallen. Machen wir auf jeden Fall noch ein Ründchen. Wie schreibt es die war hier? Leistung 900, Leistung 0, so wie ich gefahren bin. Schon gehört, Dr. Mel glaubt, dass Wiederbelebung besser klingt, als die Toten wieder auferstehen zu lassen, okay? Definitiv gibt es hier nochmal eine Ausscheidung. Klingt schon eklig, oder? Eine Ausscheidung. Die Toasterstrecke, da sehen wir gleich den Hund. Zu Beginn hier hältst du Bonuspunkte basierend auf deiner Leistung der vorherigen Saison. Okay, also gibt es wohl keine Spezialdesigns zu gewinnen. Dann geht wahrscheinlich dann einfach nur der Level hoch. Wir bleiben bei dem. Mr. Schneeflug.
So. Immer zwei Rennen kriegen wir noch hin. So, ich bin blau. Also hier der Orange, ne? Mit blauem Dreieck. Alter. Oh, ich bin noch da, ich bin noch da. Jetzt bin ich weg. Scheiße. Mich voll irritieren lassen von dem einen, weil der ist in den Toaster reingefahren oder in das Toastbrot. Und ich habe das nicht gecheckt. Ich dachte, ich muss da auch lang, obwohl ich die Strecke erkenne. Der Hund da oben, geil. Ey, voll der... komm. Nein, ich hab's nicht gesehen, Mann. Komm, ey, ich klopp euch direkt den Hammer hier um die Ohren. Haha. Jawohl. Haha, das war mal hier tricky, oder? Ich bin sogar Erster aktuell. Wahnsinn. Die Sau, ey. Die Sau. So eine Ratte. Oh, haut der mich da runter. Jeffro, gelb ist er. Okay, das ist gut, dass gelb gewonnen hat. Wir haben aktuell einen Gleichstand mit Lila. Wer ist Lila? Das scheint der Jeffro zu sein. Das ist eine Stelle hier, die Tischdecke. Da. Ich denke immer, es geht geradeaus. Und dann geht es gar nicht geradeaus. Geh weg mit deiner... Nein! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Jawohl. Ja, Mann. Oh, guckt euch das an, welchen Vorsprung er hat. Wie kommt denn der da hin? Wie kommt der bitte so schnell dahin? Okay, aber guck mal, wie krass das... Okay, das ist geil. Dass das dann so nah rangeht, dass das quasi, dass du nichts mehr siehst. Also, so wird die Schwierigkeit noch ein bisschen erhöht. Finde ich cool. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es echt geil. Scheiße, zu früh eingelenkt. Ja, komm, machen kaputt, machen kaputt. Nein! Oh, ey, scheiße, Ekaro. Welcher Platz ist Ekaro? Rot. Okay, ich bin noch Erster. 3, 2, 1, los! Direkt einen Toaster rein. Also der Modus ist so ein bisschen wie das Tiny Racers von GTA Online, wenn ihr das kennt. Ich habe aber auch echt... So, lila und gelb. Okay, das ist gut. Weil beide aktuell sehr, sehr weit hinten sind hier in dem Ranking. Der andere sieht sich überhaupt nicht mehr, ist aber trotzdem noch im Rennen. Krass, da hat er sich richtig gut... Oh, Rot hat mich überholt. Wer ist denn Rot? Der Panzer. Ich Idiot. Ich wusste genau, dass die Kurve kommt. Okay, drei sind raus. Rot, Gelb und ich logischerweise. Oh, ey, Mann! Okay, jetzt gewinnt Rot bestimmt Ekaro. Ah, ich bin wieder Zweiter. Wir müssen Ekaro eliminieren. 3, 2, 1, los! Scheiße, ich hab mich voll vertan. Du Ratte! Du Ratte! Jeffro, du Ratte! Lila. Enormen Sprung gemacht. Scheiße, Mann. Wieso starte ich hinten, ey? Das ist doch kacke. Oh Mann, ey, verpiss dich doch. Ja, jetzt wird Ekaro gewinnen. Rosa, traue ich das bei... Ja, Alter, das ist ja wirklich eine Abkürzung, geil. Muss ich mir mal merken. Komm, jawohl, danke. Oh Mann, Ekaro fehlt nicht viel. Ich hab mir jetzt gar nicht zugetraut, dem Ekaro. Oder wer auch immer das war. Komm ey, lass mich wenigstens nochmal hier durchkommen.
Ja, das ist doch kacke. Okay, Jeffro. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Gas. Jawohl. Nein! Ja, Mann! Alter, was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Blau ist im Rennen, Leute. Hammer. Ja, ey, ich bin natürlich wieder der Einzige, der hier kein Item bekommt und... Oh, ich bin noch drin, ich bin noch drin, ich bin noch drin. Nein, zerschieß mich nicht. Jawohl, ich bin in dem Teil drin. Oh, bitte, 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 bitte. Ich glaube, ich lasse die jetzt echt vor, weil die zerfetzen sich jetzt eh. Ja, Mann. Lass mich... Das ist doch scheiße! Warum ist die Kamera jetzt auf den gegangen? Das war jetzt echt komisch. Weil eigentlich war ich ja führender. Haltet Ikaro auf! Nein! Oh, er hat gewonnen. Okay. Das hat er aber gut gemacht. Schade. Ja, gut. Was? Dritter? Warum bin ich nur Dritter? Das war ganz klar gleich auf. Leute. Jeffro auch noch. Na gut, Dritter geworden. Ist okay. Aber hat Spaß gemacht. Ich denke mal auf, wir haben jetzt 22 Minuten. Denke, das soll's gewesen sein für die Folge. Wie gesagt, wird auf jeden Fall mehrere geben. Weil ich sagen muss, den anderen Modus mit Zerstörung finde ich nicht so geil. Also wenn du es so alleine spielst, mit Freunden vielleicht schon. Na gut, Leute, also, das war eine weitere Folge Micro Machines. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das nochmal mit dem Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Kommt auf dem Discord vorbei, kann man auch mit das Spiel quatschen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch der Content gefällt, ihr mehr sehen wollt, FIFA, WWE oder Micro Machines, einfach mal ein Abo hinterlassen. Wäre sehr cool von euch. Ich bin an dieser Stelle raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.